Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen weiteren Folge GTA Online. Mit Online. Mir und dem Partymnüx. Willst du mich verarschen? Es geht ja schon direkt los. Ja. Warum kündigst du eigentlich die Folge an, und um danach, nachdem du sie angekündigt hast, noch ein Schluck zu trinken? Weil ich Durst hatte. Und ich habe ein Pappmaul. Und gerade was gefressen. Ja? Nein. Ja, nicht. Vielleicht haben wir verschiedene Übergabeorte. Stimmt, hier steht nur, bring das Gras zum ersten Übergabeort. Genau. Oh nee, das sind ja wieder mehrere Übergabeorte, ne? Nicht schlimm. Haha! Oh oh. Was denn? Weil ich ganze Zeit auf der falschen Autobahnseite. Warum machst du sowas? Weil ich nicht rüberkomme. Jetzt. A little out of space. Wie heißt das Lied, Alter? Das schwirrt mir die ganze Zeit schon im Kopf. Welches? Das ist so ein Dubstep-Mix. Boah, da kann ich dir jetzt schon nichts sagen. Dann sagt er so, the beat goes boom, 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 boom. Ja, google doch mal danach. Es ist boom, 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 boom. Ja, gebe ich so ein, ja. Weißt du, was da kommt? Google sagt dann, du bist behindert. Oder er sagt, oder Google sagt, lern Deutsch. Er sagt. Nee, Google ist ja ein S. Oder eigentlich kann man Google ja schon als sie bezeichnen, ne? Was, als Siemens? Als sie. Ach so, als sie. Nee. Warum? Warum sie? Weil es eine künstliche Intelligenz ist, die eine weibliche Stimme hat. Ja. Gibt's bestimmt. Nee, wobei, du kannst sie auch männlich. Nein. Du kannst sie auch werkseitig auf männlich stellen. Ja, siehst du. Das kannst du meiner guten alten Alexa auch nicht. Alexa, halt die Schnauze. Ich hab's nur blinken sehen im Auge und dachte mir, oh, jetzt will sie wieder was sagen. Ja. Ja. Aber ich war böse zu ihr. Na, na, na. Das war aber nicht nett. Ja, schade, dass sie mich nicht hört, sonst würde ich sie mal triggern. Ich hätte Alexa, sogar was richtig Gutes für sie. Mach ein schlechtes Wortspiel. Oh, nee. Der war echt gut. Was sagt ein Schwabe zu einer Serie, die langsam streamt? Ja. Keine Ahnung. Netflix. Netflix. Ja, ja, ja. Ja. Ist ja Netflix. Ja gut, das, ja, könnte nicht schnell. Das könnte auch ein Bayer sagen, aber ich glaube, die Schwaben sagen anstatt Fix, sagen die Flix oder so. Oder Netflix oder so, ich weiß nicht. Ich hatte Kopfhörer auf, so gut habe ich sie jetzt auch nicht verstanden. Kannst du dich noch an diese Stelle erinnern, wo dieses Parkhaus ist, wo wir hingefahren sind und der eine Typ mich erschossen hat? Ja, ich weiß, da war ich gerade. Ja. Da bist du gerade immer noch. Ja, ich fahre jetzt wieder zurück. Du weißt ja gar nicht, wo du hin musst. Ach so, oh. Ach, warte auf den Rest deines MCs. Wir müssen immer an dieselbe Stelle, also gleichzeitig an dieselbe Stelle liefern. Ja. Oh, Gegner. Oh. Ja, du Muschi, Alter, fahr in mein Auto, ey. Assholes on the way. Ja. Richtig geil.
Boah, warum müssen die City so voll, ey? Alter, what the fuck? Was denn? Ich bin einfach so eine Böschung runtergefahren. Da kommst du rausgeschossen. Was denn? Ich habe schon gar nicht drauf geachtet. Oh nein, also, da kommen die Gegner! Nur noch 100 Meters! Ja, wer ist es nicht? Alter, das ist so geil. Es passt einfach so geil zur Situation. Und ich weiß, dass die Mehrzahl von Gegner ist, aber Gegners klingt witziger. Ja, und vor allem Meter und nicht Meters. Meters. Er sagt ja Meters. Nur noch 100 Meters. Wo sind die Gegners? Das war's. Well done. Auf zur Dokumentenfälscherei. Oh. Was? Oh. Alter, what? Mein Reifen war krumm. Boah, deswegen? Willst du mich verarschen? Ja, der fährt dann langsamer. Oh, warum ruft mich denn LGT so oft an, Alter? Ja, halt die Schnauze, Martin. Ups! Ich hab jetzt die Kamera. Der Reifen von dem Bungee krumm. Ich hab die Kamera auf dich fokussiert, weil da stand, drücke B zum Fokussieren. Doch, jetzt zieht mein Wagen nach links. Mann. Es tut mir leid. Ich hab direkt versucht, gegenzulenken, aber es war zu spät. Haha, meiner. Oh, ich hab ihn auch nicht umgekickt. Was? Shit, der hat überlebt. Wann kann ich eigentlich hier, wenn ich zum Beispiel Martin anrufe und so, ja, mir von dem Job geben lassen? Die müssen dich selber anrufen. Ja, aber warum kann ich denn auswählen, nach Job fragen? Aber da ist ein Schloss vor. Deswegen kann ich es noch nicht auswählen. Ach so, dann musst du gucken. Da steht wahrscheinlich irgendwann ein Level. Ja, steht aber kein Level bei. Nicht? Nö, ruf den nochmal an. Zimieren. Kann auch sein, dass, weil du in einer Mission bist. Das steht da ist immer so. Okay. Diese Option ist verfügbar, wenn Simeon einen Job für dich hat. Ja. Ach so, wenn er dich einmal angesprochen hat. Sozusagen ja, als... Aber Simeon ruft mich ja nicht an, der schickt mir ja nur SMS mit die Fahrzeuge will ich haben. Ja gut, dann ist das halt so. Ja, aber die Mission habe ich ja noch offen. Die habe ich ja heute noch nicht gemacht. Ach so, dann kam die ja noch, dann hat er die noch nicht rausgeschickt. Da hast du noch keine Mission für. Ich habe die SMS ja schon. Aber ich kann, ist ja auch egal, kann keinen Job anfordern. Darum geht's mir. Und es steht kein Level dabei. Ja, dann geht's halt nicht. Das ist wahrscheinlich eine tote Funktion bei Simeon. Ja, ist ja nicht nur bei Simeon. Ist ja auch bei Martin und bei Brucey und bei... Alter! Machst du denn da? Weiß nicht. Erst drehst du dein Auto weg und dann rammst du mich auch noch, ey. Mein Auto ist so schon Schrott. Yo, du kannst die ganze NOS-Anlage hinten sehen.
Was? Bei Brucey kann ich Bullenhai-Testosteron kaufen. Okay. Für $500 pro Stück. Ich weiß aber nicht, was das bringt. Verdoppelt den verursachten und halbiert den erlittenen Schaden. Geil! Brauchst du ja aber zurzeit nicht. Nö. Oh nein! Shit, was mache ich, Idiot, eigentlich? Alter, ey. Fahr ich hier so ein krank, geisteskrank einfach auf die Straße, ey. Puff! So. Mal schauen, wen ich heute ärgern kann. Alter! Wollen deine Mitarbeiter auch mal was tun? Hier ist hier, keiner. Ich zeig dir den Typen hier. Er hier. Er nimmt sich gleich den Führerschein hier unten raus. Und dann drückt er mit seinen Fingern dort durch. Siehst du das? Ja. Der hat ihn kaputt gemacht, ey. Das kann ich doch nie wieder verkaufen. Die Finger gucken da durch, das stimmt. Auf geht's. Verkaufen und vor allem das Geile ist, er überprüft den Führerschein, ne? Der amerikanische Führerschein ist ja aber seitlich. Oder was auch immer das ist. Ja, ja. Das heißt, er liest den Text, aber falsch. Ja, ja. Einfach nur dumm. Oh nee, er will, dass es über die Luft abgeworfen. Ja und? Ja, Helikopter. 3 Stück wieder wahrscheinlich, ne? Ja, 3 Helikopter. 3. Aber ist nicht so schlimm. Jetzt. Ist ja kein anderer da. Ja, das stimmt schon. Dann machen wir es wieder wie letztes Mal. Wir versuchen. Natürlich derjenige, der am schnellsten da ist. Ja. Aber ich denke, je nachdem wie es läuft, wenn ich schnell genug fertig bin, dann mache ich das wieder. Ja, ja, je nachdem wer als erstes fertig ist. Meine auch wegen Aufnahmen und so, ne? Ach so, ja. Klar. Ich kann aber auch auf dich warten und wir fliegen dann gemeinsam. Oder das können wir auch machen, ja. Oder du wartest auf mich und wir fliegen gemeinsam. Das wäre sogar sehr nett. Das machen wir so. Ja, dann machen wir das. So, wo fliege ich als erstes hin? Dahin. Alter, markier du! Hotzkopf, ich kann ihn markieren. Ja, weil ich markiert habe. Oh. Hotzkopf, es sind die gleichen Stationen wie letztes Mal, die ich anfliege. Ja, bei mir auch. Aber das sind die, die ich als letztes angeflogen bin. Die fliege ich jetzt als erstes an. Okay. Habe ich das Gefühl zumindest. Das ist gut. Mit meiner rechten Hand habe ich ja das Numpad da, ne? Und muss ja das abwerfen mit rechter Pfeiltaste. Oh. Mach ich mit dem Daumen abwerfen. Jo. Voll gut. Ja, ich muss auf meinem Controller einfach nur auf den rechten Pfeil drücken. Ja. Beim Steuerkreuz. Hm. Ich weiß jetzt auch, warum mein Controller jedes Mal abgekackt ist. Warum? Naja, grundsätzlich ist so, dass der Xbox 360 Controller sehr schnell den Akku leer frisst. Und der Akku war immer leer, deswegen ist er ausgegangen. Ich habe ja auch eine 360 gehabt. Das ging aber, voll klar. Naja, das Problem ist, ich weiß nicht, woran das liegt, aber normal Xbox 360 Controller, wenn du den halt an Xbox 360 nutzt, alles in Ordnung. Also in Butter und Tutti. Aber wenn du den am PC nutzt, dann ist immer übermäßig viel, weiß ich nicht. Ja, Beanspruchung, kann man das so sagen, ja? Mann. Ja. Dann zu dem, dann machen wir so einen Schwenk und fliegen geradeaus.
Hast du alle weg? Nee. Bist du schon weg? Ja gut, du hast wahrscheinlich einen easieren Weg gehabt, ne? Wirklich. Lieferung abgeschlossen. So, ich fliege schon mal zu dem letzten, ne? Ja, mach das. Boah, du hast da so einen Wendekreis wie so ein LKW, Alter. Scheiße, Eli. Ja. Ich mag Heli-Fliegen echt nicht. Flugzeugfliegen finde ich geil. Aber... ich mag beides eigentlich relativ... gleich mehr. Also man ist halt schnell von A nach B geflogen. Das ist auch beim Heli so. Ja. Ja, der Vorteil halt beim Heli ist, du musst keine riesen Kurven fliegen. Ja, das stimmt. Ja, du kannst halt easy in der Luft dann in den Hover-Modus und dann drehst du dich und fliegst in die andere Richtung. Ja. Oder machst gleich eine Kurve, das geht auch. Mit dem Flugzeug ist es halt eine andere Geschichte, ne? Ja, klar. Alter, ich muss bis zum Airport. Die beschissenste Strecke überhaupt. Erwischt. Ich habe eine Auszeichnung erhalten. Höhenkoller. Höhenkoller? Ja, Höhenkoller. Wo kann man sich nochmal angucken, für was man die gekriegt hat? Das machst du... Nö, das kannst du auch bei Steam machen, wenn du das... Ich hab das nicht bei Steam. Oh. Im Social Club. Auf der Seite. Gut. Und da kannst du dann nachvollziehen, was das genau... Also, für was du das genau gekriegt hast. Mhm. Bist du schon beim Helikopter? Ja. Ich lande gerade mit meinem Fallschirm. Bist du abgesprungen? Mhm. Warum? Lust dazu. Und du kannst schon mal ein Stück entgegenfliegen. Ne, ich wollte jetzt im Social Club gucken. Achso, ja, dann mach das. Dann fliege ich so lange dahin. Statistiken. Erfolge. Ah, Erfolge. Was war denn nur mein letzter Erfolg, den ich erreicht habe? Ah, die Online-Statistik. Nee. Das ist falsch. Doch nicht nur so wenig. Kannst du mir nicht erzählen. Was denn? Viel mehr gemacht. Ja, Trophäen, Erfolge. Also. Ist schon viel mehr. Die Paar da. Ja, du musst ja so sehen. Die werden nur alle einmal angezeigt. Du machst aber jeden Erfolg mindestens dreimal, maximal sogar fünfmal. Weil aha. Bronze, Silber, Gold und dann noch Platin. Ach so. Ja, und das wird ja nicht alles einzeln angezeigt. Ah, du bist ja schon da. Jo. Räumchen. Ah, da. Setz du mal die Wegpunkte. Alles klar, dahin.
weiß gar nicht mehr, was angezeigt wurde, wie viel man am Endeffekt bekommt. Okay. Bin mal gespannt. Ja, ich sehe es ja nicht, von daher weiß ich es nicht, keine Ahnung. Nö, ich werde es dir dann sagen. Danach den ganz außen, ne? Ja. Gut. Ja, du siehst ja jetzt den Punkt, da kann ich den nächsten schon mal markieren. Ja, ja. Kann ich jetzt. Gut. Ja. Er hat sich erst nicht markieren lassen, warum auch immer. Njong. Njong. Ich bin um 17 Uhr da. Wir haben jetzt genau 17 Uhr. Ne, wir haben 17:01. Na, laut meiner Uhr 17 Uhr. Aber auf dem Handy 17:01, ja. Wir kennen das ja schon. Ja. Er verspätet sich manchmal. Ja. Manchmal! Immer! Ist das bei der Arbeit eigentlich auch so? Eigentlich nicht. Das wundert mich dann doch schon ein bisschen. Danke fürs weitere Markieren. Entschuldigung, ich musste gerade eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Alles gut. Ich kann auch. Jetzt kann ich erst wieder markieren. Das springt als zurück. Was können die Leute? Das Pause-Menü verfolgen. Ja, das haben sie leider. So, wo ist er denn, der letzte Punkt? Dort, ich seh's. Ja, geht das ist. Ach, geht ja. Einen schönen guten Tag, Herr Fahlwulf. Fick dich. F-A-H-L, Junge. Nein, Entschuldigung, ich hab gesagt, ich will dich nur noch Pfahlwulf nennen. Ach, P-F-A-H-L? Ja. Kanal. Aha, danke. Jawohl! 92.400. Ja, sehr gut. Wir haben es geschafft, Leute. Bis dahin, ich wünsche euch was. Hab viel Spaß. Ciao. Tschüss.